Ich finde es so klasse, dass Michael mich hier mitnimmt in die Produktion. Und jetzt sind wir schon beim zweitletzten Schritt. Michael steht da hinten und neben dran die Vakuumpumpe und natürlich der Gucker, das Endstück. Und wie ich sehe, wird da, vermute ich, schwer stark die Isolierung verbessert mit Vakuum. Ich möchte mal ein bisschen mehr erfahren und gehe gerade mal zu Michael. Jetzt erzähl mal, was wird da genauer gemacht? Eigentlich brauche ich es gar nicht ergänzen. Du hast schon sehr, sehr gut erklärt. Und zwar haben wir hier eine Vakuumpumpe vor uns stehen, die ist angeschlossen an das Erzeugnis. In dem Fall ist das Oberteil von dem Gucker. Und wir ziehen jetzt das restliche Luftvolumen aus dieser Doppelwand heraus, aus dem Erzeugnis heraus. Das ist dann eben das Vakuum, was du erwähnt hast. Und wenn dann das Vakuum in dem Erzeugnis drin ist, haben wir diese super Isolierung. Und dadurch, Maria, kann die Isolierung halt sehr, sehr dünn sein. Habe ich mir schon gedacht, da vorne sehe ich es ja schon. Die Isolierung ist wirklich dünn. Also. Genau. Und natürlich auch ein großer Vorteil, dann ist es auch nicht so schwer vermutlich. Richtig. Also die Materialmenge wird weniger, das Erzeugnis wird auch dünner und wir sind im Vergleich zu anderen Werkstoffen Faktor 10 besser in der Isolierstärke. Ja, weiterer Vorteil. Und das ist jetzt der vorletzte Arbeitsgang. Ne? Hier wird evakuiert und dann tut man über den oberen Bolzen jetzt so einen Stopfen reinmachen, das ist wie ein Korken, dann ist Erzeugnis verschlossen. Und im Anschluss müssen wir dann noch die Schweißnähte prüfen auf ihre Dichtigkeit, sodass wir dann über 20 Jahre das Vakuum gewährleisten können. Einer der wichtigsten Schritte. Ja, klar. Und das heißt, das Gerät kommt dann zur Prüfung und wie ich sehe, das wäre dann der hier, ne? Genau, das ist die Apparatur hinter uns, ein Heliumlecksucher. 30.000 Euro, die da stehen, kann man so sagen. Ja. Und das Ding detektiert im Prinzip Löcher in der Schweißnaht, die wir dann mit Helium besprühen. Das schlägt dann an wie ein bissiger Hund auf Helium. Falls irgendwo ein kleines Löchchen ist in der Schweißnaht und so ein Heliumatom durch das Loch durchsaust und die Apparatur das Ganze erkennt, wird es Alarm schlagen und wir wissen, wo ein Fehler ist am Produkt. Und dann kann man den Gucker benutzen. Dann kann man ihn benutzen, das ist eine sehr gute Brücke. Das ist jetzt nämlich auch der nächste Schritt, weil nachdem es verschlossen ist, müssen wir natürlich eine Funktionsprobe machen, ob das Ganze auch grundsätzlich arbeitet, miteinander arbeitet. Ja, klar. Und da kommen wir dann auch gleich zu dem angenehmen Teil, denn wir werden jetzt gleich auf einem Gucker auch kochen. Echt jetzt? Oh Gott, jetzt bin ich mal gespannt. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Sehr gerne.